Eine coole Sache ist auch, dass wir jetzt weiter Zelda spielen. Ja, ich habe übrigens keine Gedanken noch gemacht, was wir doch alles machen können. Aber mir ist kurz vorm Stream eine Erkenntnis gekommen. Wir haben zwar keine Eisenstiefel, aber wir haben den Enterhaken. Und ihr wisst, dass man mit dem Enterhaken in den Wassertempel rein kann. Auch ohne Eisenstiefel. Dementsprechend müssen wir vielleicht in den Wassertempel rein. Weil meine Idee war eigentlich, dass wir uns Epona holen und dann zu den Gerudos gehen. Und ich denke mal, ich würde auch erstmal damit anfangen, dass wir uns erstmal als Kind einmal Epona holen. Dass wir das schon mal da haben und dann vielleicht als Erwachsener die auch einmal schon mal holen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Ja, wir haben nämlich Eponas Lied. Und bezüglich der Skulltulas habe ich extra nochmal in den alten Safe reingeguckt und da hat man sehen können, dass einem die Skulltula-Dudes nämlich auch sagen, was man für die Belohnungen bekommt. Und so habe ich zumindest rausgefunden, dass die 50er-Belohnung der Skulltulas wirklich einfach nur eine Skulltula war. Und die 40er war der Schlüssel. Eigentlich habe ich das sogar nachgeguckt, um Ali vielleicht von seiner Strafe zu retten. Aber leider wurde genau das Gegenteil dadurch bewiesen. Dachte mir so, ich bin mal so nett, aber Spiel so. Nee. Ali hat verkackt. So, dann auf zum. Wobei, musste ich? Ich muss ja, glaube ich, nur die Ocarina einmal vorzeigen. Nee, Woggle, ich wollte einfach nur fair sein. Weil wir ja beim Einlösen letzten Mal nicht wussten, welcher welcher ist, wollte ich dann zumindest klarstellen, wer jetzt ja die Arschkarte hat. Ganz neutral. Ich meine, eigentlich hätten wir schon Epona haben können, oder? Also zumindest hier, das Lied. Wir müssen, glaube ich, nur die Ocarina einmal vorzeigen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich gucke nochmal. So. Habe ich das schon gemacht, eventuell? Ja, anscheinend habe ich das schon gemacht. Los. Geht doch. Okay, dann doch nur als Erwachsener. War mir nicht sicher, ob ich das als Kind schon gemacht habe. Aber wir haben ja zum Glück eine schnelle Methode, hier hin und her zu laufen mit den Hasenohren. Ist so praktisch, dass man das eingebaut hat, dass man damit auch als in Ocarina schneller laufen kann. Leider nur als Kind. Der Erwachsene ist sich wahrscheinlich zu blöd, die Hasenohren zu tragen. Aber gut. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal Epona. Und reiten dann mal zum Hylia-See. Gucke ich mal, ob ich jetzt reinkomme. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nur die Silberschuppe, ne? Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die ausreicht oder ob ich die Goldschuppe brauche. Kann auch sein, dass ich die Goldschuppe brauchte, um da dran zu kommen. Oh, wait. Brauche ich nicht Geld für Epona? Und nochmal zurück. Wir kommen aktuell noch nicht so weit. Aber ich meine, wir müssen ja dem Dude Geld zahlen, damit wir dieses Rennen mit Epona gegen ihn machen können. Dementsprechend gehen wir hin und her nochmal besuchen.
und klaue wieder ihre gesamte Rente, die sich schon wieder angesammelt haben. Ich hätte vielleicht einstellen sollen, dass man das Geld zwischen den Spielen teilen können. Ich glaube, in Majora haben wir irgendwie über 1000 Rubine mittlerweile. Aber hier nicht. Also unser Fortschritt die letzten paar Minuten war, als Kind rauslaufen, wieder zurück. Als Erwachsener rauslaufen, wieder zurück. Als Kind wieder rauslaufen. Nee, nicht Epona möchte das Geld. Der Dude, den wir Epona abkaufen oder abzwacken müssen. So eine Rein-Raus-Geschichte. Ja. Nein, ich kletter noch nicht drauf. Davor. Kirito, danke für 30 Monate Treue. Super geil von dir. Eine Rein-Raus-Geschichte, die auch noch mit einem Pferd zu tun hat. So langsam wird es ein bisschen... Naja. Hauptsache, keine Lasagne wurde verletzt. Nein! Nein! Moment. Oder wird es schon wieder Tag? Ja. Nun. Ich bin im Boden verschwunden. Wollten es gerade hochziehen, zack, wieder runter. Ich denke mal 150 Rubine sollte reichen. Ich meine 100 Rubine oder so musste ich zahlen. Hoffe ich. Bis es dann doch noch mehr ist. Aber hey, dann wisst ihr, was wir wieder machen können. Uns wieder hinporten. Und wieder rumlaufen. Aber ich hoffe mal, dass die 160 Rubine jetzt erstmal reichen. Ich finde es übrigens immer noch schön, dass wir als Kind immer noch kein Schwert haben. Ich bin mal gespannt, wann und ob wir das überhaupt mal kriegen. Wir bräuchten es ja legitim nur noch für den Wüstendungeon. Weil es ja doch so die einzige Stelle, wo man überhaupt noch als Kind was machen muss. Und alles andere... Ist ja, wenn er nur hin und her laufen, also. Da brauchen wir potenziell auch kein Schwert mehr. Schwerter sind zu gefährlich für Kinder. Ja, gut. Ist jetzt nicht falsch. Aber einfach boxen wäre auch zu einfach gewesen, ja. Ja. Ich habe doch Epona noch gar nicht geholt. Die ist aber selber ausgebrochen, was?
Also, muss ich das dann jetzt machen? Hä? Ich bin kurz ein bisschen verwirrt. Hä? Hab ich nicht Epona Seed erst im letzten Stream bekommen oder so? Das echt. Nee, wir haben das in Majora gemacht. Wofür habe ich jetzt die letzte, keine Ahnung, 10, 15 Minuten die ganze Zeit hin und her gelaufen? Okay. Auf der Farm ist wieder alles cool. Wir haben Epona direkt gratis bekommen. Ich beschwere mich nicht. Ja, für die Rente einfach. Die gehört jetzt uns. Von mir aus. Ich bin super verwirrt, aber... Ja. Vielleicht habe ich es wirklich einfach ausgeschaltet oder so. Ich habe keine Ahnung. Immerhin hüpft Epona hier ein bisschen besser als in Majora. Okay, vielleicht wurde das wirklich so gemacht, dass sobald ich das Lied bekomme, dass ich den ganzen Quatsch drumherum nicht machen muss. So, dann schauen wir doch mal, ob ich jetzt in den Wasser-Dungeon rein kann. Wir können auf jeden Fall schon mal einmal die Sora-Rüstung nehmen. Und dann schauen wir doch mal, ob ich da hinten dran komme. Und zwar von der äußersten Kante, wo ich gerade so da dran bin. Geht doch. Wie wir es ja wissen. So, schauen wir doch mal, wie viel wir im Wassertempel machen können. Au. Komm ich doch nicht rein. Brauche ich doch die Goldschuppe. Ja, okay, ich brauche doch die Goldschuppe. Dann halt nicht. Dann hatte ich die beim letzten Rando wohl doch gehabt, die Goldschuppe. Dann die Gerudos. Wäre das nächste Ziel. Zomp, danke für 33 Monate Treue. Super geil von dir. Ja, Link, was kannst du eigentlich? Nicht mal richtig tauchen. Ja, alles wird uns denied. Nichts können wir machen eigentlich. Nicht mal einen Bogen habe ich. Aber was ich gleich mal machen kann, wäre direkt mal Nacht zu machen. Moment. Hier was drunter? Nein. Ist da hinten aber was drunter? Nein. Moment. Ohne Bogen in die Festung. Ja, stimmt. Aber vielleicht kann ich die mit dem Enterhaken auch betäuben. Wo
Wo ist die goldene? Kann ich die überhaupt aufmachen? Nee. Dann gehe ich wieder. Der große Link kann einfach nichts. Also ohne seinen Bogen ist er leider ein bisschen sehr nutzlos. So, war hier jetzt eine Skulptur an der Wand? Nee, anscheinend nicht. So. Warte hier. So, hier ist aber eine Skulptula. Oh, die Kamera. Cool. Ist zumindest so für ein, zwei Sachen nochmal ganz gut. Oh, hallo. Ah, die Spinne war aber als Kind an der Wand. Na gut. So, kriegen wir was Cooles? Langweilig. Will doch keiner haben. Also hier hinter, glaube ich, ist noch eine Skulptula. Ja. Yay, für eine Skulptula. Aber meine Sumpf-Skulptula. Ja, ich habe mich vorher noch beschwert. Nee, eigentlich hier nicht. Ich habe sogar gemeint, es ist doch ganz cool, dass wir jetzt kein Schwert haben. Aber Spiel war leider so, hier hast du ein Schwert. Gute Musik. Können wir das Schwert einfach wegwerfen? Naja. Direkt hier bei einem der Orte. Herr Stimmung, muss man mit euch reden. Wow, watch out! So, kann ich mal. Okay, jetzt sehe ich was. Weil konnte man die nicht mit den Nüssen stunnen? Nee, doch nicht. Ja, muss nicht gleich rauslaufen, ne? So. Ja, der Majora's Link hat er ein bisschen schneller hinbekommen. Irgendwie halten die auch gerade ewig viel aus. Meine Güte, wie hält die denn bitte aus? Meine Güte. So, und einen Schlüssel hierfür. Die habe ich nämlich nicht gerandomized, damit wir die auf jeden Fall alle retten können. Zufällig das OP-Monster-Schwert. Hier sicher nicht. Hier wirkt es eher wie so ein Billo-Schwert gerade die ganze Zeit. Und weg ist sie. Dann gucken wir erstmal hier oben. Kann
ich da nicht eigentlich mit denen einfach rüber? Zack. Wunderschön. Einfach rüber gecheatet. Also ja, da komme ich her. Ah, perfekt. Und hier ist noch ein weiterer Knast. Watch out! Ah, verdammt. Das war leider der falsche Knopf. Jetzt wurde ich weggecheased. Da ist der Ausgang. So. Komme ich denn nicht eigentlich jetzt sogar genau an der gleichen Stelle wieder raus, wo ich gerade rausgeschmissen wurde? Oh cool, das betäubt die wirklich. Was? Ah, da war ja noch eine. Frech. Meine Top 3 Zelda-Themes. Boah. Vor allem über alle Zelda-Spiele, ne? Ah, okay, die sehen mich da wirklich hinter. Okay, fangen wir mal von vorne an. Das allgemeine Zelda-Theme. Supergeil. Das Temple-Theme aus Zelda 2. Auch geil. Dark World-Theme. Geil. Vielleicht, wenn ich jetzt... Schade, ich dachte, vielleicht guckt die gerade in eine andere Richtung. Ballade des Windfisches. Auch geil. Gerudo Valley und Waldtempel. Geil. Felsenturm. Geil. Hymne des Sturms auch auf jeden Fall. Okay. Oh wait, die andere ist glaube ich wieder aufgewacht gerade. Schnell weg! Boah. Einer der Dungeons aus Oracle of Ages. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher welcher. Aber da hat er auch richtig geile Musik. Oh, Geld. Hier kann ich auch nie weiter. Ich bin ihm nur fürs Geld hergekommen. Weil ich gehe mal kurz unten gucken, ob da bei denen noch was war. In Wind Waker, das hier Dragon Roost Island auf jeden Fall. Und auch das Overworld Theme. Also wenn man halt auf dem Meer unterwegs ist. Mol'Gara höre ich auch gerade von der Seite. Ja, stimmt. Was hat denn Twilight Princess denn noch? Ja, fast. Nee, hier ist auch nichts weiter. Und raus. Gesehen. Twilight Princess. Nee, ich mag mit das Team nicht so sehr. Aber ich kann gerne eben mal sippen. Ich glaube, Twilight Princess hat sogar gar keine richtig geilen Themes für mich. Hört zum Glück keiner, dass da gerade so ein Dude beim Mutterschrei so macht. Wenn ich gerade hier bin, kann ich auch immer heilen.
Der Maromarkt. Nee, ich glaube, Tribal Priest hat echt keine richtig geile Musik für mich. Ganz ehrlich. Ich mag das Zug-Theme in Phantom Hourglass, in Spirit Tracks. Mit Full Steam Ahead oder wie das genau heißt. Das mag ich sogar auch sehr gerne. Skyward Sword, die Ballade der Göttin, mag ich auch gerne. Ja, gut und Achso, ich darf direkt weitermachen. Und Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben eh keine Musik. Wobei, Rito Village. Sieht leider witzig aus, wie sie da oben steht. Rito Village in Breath of the Wild ist auch eine coole Musik. Ansonsten ist da jetzt, glaube ich, nichts dabei, was mir jetzt groß in dem Gedächtnis bleibt. Wobei, ja doch, Ale. Die eine Stadt, wo man da die ganzen Gegner jagen muss. In Twilight Princess. Die ist auch geil.